Lass ich das denn liegen? Einfach dran vorbeigerannt. Gibt's doch gar nicht. So, von hier. Oh. Warum bist du denn draußen? Komm. Geh in Position, eine bessere Position. Roger, genau auf Ziel. Alles klar, geh in Position. Hab das Ziel. Ja, was ist mit der 1? Bin schussbereit. So. Hab ihn. Tango Nummer 3. Gut. Perfekt. Sauber. Alles Paletti? Shit, wir haben Gesellschaft. Ja, ja. Wo denn? Sag mal. Sag mal an. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. So. Flupp. Okay, er stand drin. Ich dachte, ich riskiere es jetzt einfach mal. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja, ich weiß. Einen Narko. Ich sehe niemanden. Direkt beim Container. Nein! Ich sehe zwei Sicarios bei dem Container. Oh shit. Da hinten rennt jemand rum. Ich sehe einen Scharfschützen. Hey, Kartellschütze, am Checkpoint. Das ist keiner rumgerannt. Das waren die. Das war ein Unidad-Buggy, der da durchgefahren ist. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Hier ist Ziel Nummer 5. Was hat der denn da gemacht? Locker bleiben, alles ist gut. So, aufatmen. Prima. Alles gut, alles nicht vergessen, gut. Es gibt noch mehr Wachen, da oben zum Beispiel, und da gibt es auch noch Scharfschützen. Erstmal machen wir den Generator aus. So, Generator aus. Da oben läuft, glaube ich, auch noch irgendwo einer rum. Hier. Ich sehe ein zweites Ziel. Da ist auch noch einer. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Die sehen ein bisschen nervös aus. Okay, alles ist gut. Der hing am Flügel fest. Da ist noch ein Tango. Da ist ein Luftabwehrsystem. Luftabwehrsysteme müssten alle deaktiviert sein jetzt eigentlich. Da ist der Flieger drin. Ja, sind alle deaktiviert. Ist das ein Luftabwehrsystem? Gut. Ich sehe ein zweites Ziel. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. So, dann haben wir hier noch einen. Flup. Unidad Heli, unten bleiben. Na, ich hab einen Schalldämpfer ja noch drauf. Okay, von eben. Sag mir wo. Hinten am Reifenstapel. Wow. Meter ist der okay, weit weg. Wir sind cool. Ja, wir sind die coolsten. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Und da oben haben wir noch den Scharfschützen, oder? Sehen allerdings nicht.
Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Wie weit ist das? Keine Ahnung, aber ich habe ihm sogar einen Kopfschuss gegeben. Alter, nice. Den haben wir. Fehlt noch der eine da. Nö, nicht Panzer in Querfahrt, bitte. Fuck. Ich gehe in Position. Sieht aus, als hätten wir sie aufgeschleicht. Ah gut, haben noch erwischt, gut. So. Auf dieser Seite ist alles klar. Dann können wir jetzt. 8 Kilometer sind sogar, nicht nur 6. Bereit, dreh auf. Tschüss, Snake. Man sieht sich. Wir müssen trotzdem sehr, sehr hoch fliegen. Denn da kommen noch ein paar andere Luftabwehrstellungen. Und wenn die Luftabwehrstellungen außerhalb des Rendergebiets sind, dann sehen die mich nicht mehr. Dann können die uns nicht mehr anvisieren, wenn sie nicht mehr reingerendert sind. Wie bei Minecraft. Mobs, die wir nicht sehen, sehen uns auch nicht. Wenn der Chunk entladen ist. Verfickte Scheiße. Verfickte Scheiße! Ich hab's gewusst. Ich hab das Spiel definitiv zu lang gespielt. Guck mal da, so ein Lichtstrahl da rein. Geil. Ich bin schon ein bisschen am Überlegen, ob ich mir vielleicht, sobald ich es mir leisten kann, eine RTX-Grafikkarte holen. Aber ich meine, ich habe 2 1080 Ti. Das sind halt keine. Das ist halt nichts für Raytracing, ne? Aber eigentlich können die das auch. Nicht so gut wie eine RTX-Karte, aber die können das auch. Ich möchte mir eigentlich will ich mir keine kaufen, weil ich habe 2 gute. Und vor allem, ich habe mich so daran gewöhnt, 2 Karten zu haben. Gut, die könnte ich ja noch weiterhin haben. Ne? Ich nehme immer, zum Beispiel hier jetzt, das Spiel läuft über die eine Karte und die Aufnahme, das Encoding, läuft über die andere Karte. Erreichen Sie den Landeplatz von Media Luna. Wir sind gleich da. Ja, DJ Perico. Wir befinden uns nun im Landeanflug. Schwubbelibub. So. Bitte machen Sie sich bereit für einen Aufprall. Landetina 1. Warum schieße ich so oft daneben? Sicario mit einer Minigun. Um den Parkplatz herum. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Ich habe beinahe auf den weißen Hemd geschossen, tatsächlich. Ich sehe noch einen Tango. Stehen die alle da hinten rum? Ist eigentlich gar nicht schlecht. Mist, der Käufer haut ab. Ihm nein, macht er nicht. Den Käufer. Passt auf, wo ihr hinschießt. Wir brauchen den Drecksack lebend. Na, Auto kaputt? Das ist aber schade. Den Laster brauchst du gar nicht erst einzusteigen. Ruhig, Kamine. Meine Seite ist sauber. Bisschen mit dem Kopf gegen Laster hauen. Bäm. Und auch die Geräusche. Pero por favor,
Por favor, no me lastime. Ich bin Geschäftsmann. Boston Reed, wo ist er? Ich weiß es nicht. Verdammt, zahlen Sie bar? Es geschieht über Mittelsmänner. Ja, Mann, ganze scheiß Koffer voll. Bestellen und was? Menschen, okay? Männer, Frauen und so. Was passiert mit diesen Leuten? Hängt davon ab. Die Mädchen enden als Sexsklaven. Die Männer arbeiten. Einigen entnehmen sie einfach nur die Organe. Wissen Sie, was eine Niere wert ist? Heilige Scheiße, zahlen Sie bar? Normal, ja. Ganze scheiß Koffer voll. Normal? Hatte letztens ein Problem. Eine Einbestellung und ich hatte nicht genug Bares. Ich musste den Rest... Ich hab's ein bisschen verkackt. Der Hurensohn war sauer. Aber was soll ich machen? Ich brauche den Namen der Bank und die Kontodaten. Sicher, ja. Ich schreib's auf. Dann lassen Sie mich, ja? Sie machen Ihr Ding und ich... War nicht genau das wiedergegeben. Setzt sich langsam zusammen. So. Ich lade die Bankdaten an Bowman. Hey. So, wir sind jetzt hier in Media Luna. Nein, doch. Und hier können wir direkt den... El-Kommandante-Aufträge machen. Auch damit und mit den Dörfern, die Reeds Leute im Visier haben, sollten sich solide Hinweise ergeben. Übrigens, wenn man so rennt. So sieht schneller aus, ne? Ist es aber nicht. Ich mag diesen Soundtrack. Der erinnert mich total an Viet Cong von damals. Auch wenn es ganz anders klingt eigentlich, aber so dieser Tune erinnert mich daran. Hallo, ich bin ganz unauffällig. Wo? Fuck. Bereit für den Angriff. So. Sodali. Hört auf, mich zu entdecken. Ihr habt kein Recht dazu. Ich will auch den Schienen parken. Wenn der Zug kommt, dann ist aus. Motor lassen wir an. So. Ist ein selbstfahrendes Flugzeug. Stirbt man da? Ist das alles? Wofür brauchen die hier Artillerie? Es ist der Kommandante. Da darf es schon mehr sein. Und jetzt? Bam! Ja, Vollidiot. Bin gleich da. Okay, ich mach das. Ich will die Punkte. Der Kommandante. Da darf es schon mehr sein. Die Rallye-Streifen fehlen, aber da ist sicher Power unter der Haube. Vermutlich. Vorsichtig vorgehen. Drohne fliegt. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Wobei, erstmal nachladen. So, da vorne ist ein Eingang. Zurück mit dir, zurück mit dir. What? 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 Auf damit. Ich muss ja gleich noch mal Aufklärung betreiben. Denn es gibt immer noch ein paar Nachzügler, die hier rumpatrouillieren. Da hinten sind auch noch zwei. Kann ich die kann ich sogar von hier aus markieren. Cool. So. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Okay. Hallo du. Na du? Sag mal, was? Der hat einen Headshot ausgehalten? Alles ist gut. Einfach so? Sag mal. Haben Sie aufgescheucht. Fuck, das war schlecht. Das war schlecht. Oh shit. Ich muss weg. Ja,
Ja, komm, hier sind die Attacke. Komm, hier sind die Attacke. Das ist schlecht. Ablenkung vielleicht. Hat die Rebellen um Ablenkung gebeten. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Oh shit. Repito, retírense.